Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Bevor es losgeht, nochmal hier kurz eine kleine, für mich persönlich wichtige Sache. Und zwar sind heute wieder 14 Tage vom Creator-Programm vorbei. Heißt also, bei ganz, ganz vielen Leuten von euch hat sich heute der Creator wieder im Shop zurückgesetzt. Wenn ihr also weiterhin an den täglichen Giveaways teilnehmen wollt, wo ich ja jeden Tag 100 Euro verlose, dann müsst ihr einfach heute nochmal kurz in den Fortnite-Shop gehen, wenn ihr gleich eine Runde Fortnite spielt und dort wieder Snoxy als Creator neu eintragen. Also gerne mal kurz nachschauen, ob das dann dort noch drin steht. Einfach dort Snoxy neu eintragen. Ich blende es euch hier immer nochmal ein, wie ihr das genau schreiben müsst, genau, einfach nur Snoxy dort eintragen und wie gesagt, könnt ihr jeden Tag 100 Euro gewinnen, plus nochmal am 24. Dezember eine Konsole deiner Wahl, also zum Beispiel eine Playstation oder wenn ihr schon eine Playstation habt, eine Xbox oder eine Nintendo Switch, je nachdem, was ihr da haben wollt. Also ja, tragt das gerne ein und ganz viel Glück an euch. Und dann kommen wir jetzt zum heutigen Shop, der in meinen Augen eine ziemliche Katastrophe heute war. Und zwar haben wir vorhin ja zusammen alle gestreamt. Ich habe ja wieder heute bis zum neuen Shop gestreamt, mache ich ja immer am Wochenende, da schieße ich mich mal bis zum neuen Shop rein, hier auf YouTube live mit euch zusammen. Und wir hatten uns heute alle schon extrem gefreut auf hoffentlich neue Weihnachtsskins. Heute ist ja wieder der dritte Advent. Euch allen dann hier an dieser Stelle natürlich nochmal kurz einen frohen dritten Advent. Und ja, am letzten Advent, also am zweiten Advent, kamen ja die letzten Weihnachtsskins rein. Also hatten wir natürlich uns alle gefreut und gehofft, dass heute die nächsten kommen. Hatten also einen schönen Stream gemacht. Alle haben schon so in den Chat geschrieben, was sie denken, welcher Weihnachtsskin heute kommt. Und dann, ja, kam quasi der neue Shop und dann hatten wir nur diese beiden Skins drin. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es schon cool, dass die neuen Skins kamen. Aber ich glaube, es wäre heute wirklich der perfekte Tag gewesen, um wieder die nächsten Weihnachtsskins reinzubringen. Ich meine, es sind noch echt einige, die da quasi kommen können bis Weihnachten. Da haben wir ja den Elfen, wir haben den Nussknacker, wir haben den Lebkuchenmann und vielleicht sogar noch die Lebkuchenfrau, die ja kommen kann. Die Rentierfrau gibt es dann auch noch. Also echt noch einige Weihnachtsskins, die noch kommen können. Und leider halt heute jetzt kein neuer Weihnachtsskin drin. Also ja, war irgendwie ein bisschen Fail, ein bisschen Reinfall hier heute beim Shopstream, dass dann halt keine kamen. Ich werde die Skins jetzt auf jeden Fall trotzdem vorstellen. Ich habe es mir auch schon direkt gekauft, um sie euch im Stream zu zeigen. Haben wir da einmal den Weitschuss. Das sind so, ich würde sagen, Sniper-Skins. Also so Scharfschützen-Skins. Einmal der Weitschuss, der männliche Skin. Auch mit so einer Scharfschützentasche, würde ich sagen, da ist ein Scharfschützengewehr drin. Man sieht auch hier die Scharfschützenmunition und so ein Scope da hinten noch dran. Baumeln, ja, ich finde die Skins in Ordnung, würde ich sagen. Besonders empfehlen würde ich sie leider persönlich nicht. Ich finde sie jetzt nicht so besonders hübsch. Diese Maske hier schaut ganz cool aus, aber ja, mein Fall ist das nicht. Ich glaube, im Chat, als ich da gestreamt habe, haben echt alle instant geschrieben, so, oh mein Gott, was für ein Fail, was für ein Scheiß. Keiner hat die wirklich besonders gefeiert. Ich habe auch wieder so eine Top- oder Flop-Abstimmung gemacht und eigentlich alle haben Flop geschrieben. Ich glaube, es waren irgendwie 2 Leute von 7000 oder so, die da Top geschrieben haben. Wir können ja jetzt schon mal direkt hier die Abstimmung machen. Also oben rechts könnt ihr gerne mal abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also oder hier die neuen Skins findet. Also mal einfach Top oder Flop oben rechts abstimmen. Ja, mein Fall sind die neuen Skins leider jetzt nicht so wirklich. Einmal, wie gesagt, in Blau und einmal in, ja, orange, würde ich sagen, ist das. Der blaue hier ist der weibliche und halt der orange ist der männliche. Ja, auch die Skins auf der rechten Seite sind heute nicht so krass. Gefahrenagentin gefällt mir leider gar nicht. Die Farbe finde ich absolut hässlich. Dieses Grün würde ich nicht empfehlen. Diesen Skin 1500, wie besser, 15 Euro für den Skin ist mir da deutlich zu viel. Würde ich nicht empfehlen. Dann noch die Chromfrau. Finde ich an sich eine ganz coole Idee immer noch, aber mir gefällt das die Kleidung leider einfach gar nicht, das Outfit. 1200 V-Bucks dafür ist leider mir immer noch zu viel. Würde ich also nicht empfehlen. Für 800 V-Bucks wäre der absolut in Ordnung. Ich glaube, aus dem Skin hätte man auch mal deutlich mehr machen können. Dann haben wir noch den Schneesturm drin für 500 V-Bucks, passend zu dem Arctic-Set. Dann haben wir noch den Gutschütten-Emote für 800 V-Bucks. Ja, auch den finde ich ein bisschen teuer. Ich glaube, 500 hätten da gereicht. Dann haben wir endlich mal wieder den Lass-es-regnen-Emote drin für 500 V-Bucks. Das ist, würde ich sagen, schon fast das Beste im heutigen Shop. Zumindest vom Emote her ist der ziemlich nice. Kann ich sehr empfehlen. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Spaten, den taktischen Spaten für 500 V-Bucks. Ja, ist in Ordnung. Nichts Besonderes. Fände ich cool, wenn der sich noch so zusammenklappen könnte. Also das wäre nochmal so ein kleiner Pluspunkt. Kann er leider nicht. Der ja, ist einfach nur hier festgeschraubt. Auch keine besondere Empfehlung an den. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und nehmt heute, wie gesagt, unbedingt an meinem großen Gewinnspiel teil. Ich verlose ja hier jeden Tag 100 Euro an V-Bucks. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur Snoxy als Creator hier eintragen. Snoxy mein Kanal und ein kleines I ins Ende dran. Einfach nur hier eintragen und auf Annehmen klicken und mir davon ein Foto auf Instagram, Twitter oder
per E-Mail schicken. Alle Infos dazu findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und jo, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne jetzt auch nochmal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und zum Abschluss löse ich noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich ja wieder hier dieses 100-Euro-Paket verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Maxid. Ich habe dir auch schon eine Nachricht geschrieben. Also schau mal in deine Privatnachrichten rein. Und jo, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Hat alle noch einen entspannten Sonntag. Und wie gesagt, einen entspannten dritten Advent. Wir hören uns spätestens mal wieder zum nächsten Daily Shop oder vielleicht nachher zum Stream. Und jo, bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Tag. Tschüss!